Quatsch. Hier liegt ein bisschen was rum. So, lalalala. Wieder eine Brandgranate. Jetzt kommt er runter, aus welchen Gründen auch immer. So. Aber das sieht doch so aus, als wäre da... Jetzt ist er! Aber da oben sind überall Zombies, kann das sein? Nee, ist er jetzt wirklich tot? Nein. Er ist nicht! Aber da ist doch so ein Art Signal oder so, halt über ihm. Wo? Also möchte ich doch eigentlich fast davon ausgehen, dass man ihn auch... Boah. War das gerade ein Special Move von dir, oder? Ich glaube, ich einfach noch gerade rechtzeitig aufgerufen. Au. Ich habe übrigens jetzt absolut keine Munition mehr. Ich hab noch ein bisschen was. Verdammt, verdammt, verdammt. Kann ich mal irgendjemand was fallen lassen? Ach, du bist leider kein Zombie, schade. Tut mir gerade nicht so gut. Es kam bei mir auch kein Kommando, dass ich dir jetzt irgendwie hätte specialmäßig helfen können oder so. Was war das jetzt? Wow, warum bin ich immer so tot? Wahrscheinlich, weil er dich einmal so richtig in Umarmung hatte. Aber ich hatte bei mir nicht mal irgendwie Schaden genommen. Dieses Giftgas macht aber auch Schaden. Ich würde ihn jetzt eigentlich gerne plätten. Ich habe ihn jetzt anscheinend... Ich wollte gerade Kraut einsammeln. Heftiger Gegner. Heftig. Yep. Warum habe ich nicht ganz verstanden, wieso das Schießen jetzt auf einmal doch ging? Nicht, dass ich jetzt irgendwas dagegen hätte. Wo liegt sein Kadaver? Ach, dort in der Mitte. Warum auch immer. U-Bahn-Schlüsselkarte. Ist er mit der U-Bahn hergefahren? Sind alle anderen Monster, Quatsch-Typen sind jetzt hier im Raum tot, ne? Ich hoffe es doch. Also, ich habe 5 Schuss mit dem Schrotgewehr, nix mehr mit dem Scharfschützengewehr und 10 Schuss mit meiner komischen Pistole. Also ich habe 17 Schrotstümpel, 12 Scharfschütze und 39 normale. Hast du in diesem Kampf hier überhaupt was gemacht, oder? Ja, nur den letzten, ja, den letzten Treffer dann. Ja, gut, ich habe ein paar Granaten geworfen. Ja. Herz allerliebst. Das finde ich. Oh, warte mal, ich will noch was machen. Ja, was? Ja, gut, das war's. Hab ich jetzt wieder einen Slot mehr frei. Ja. Es sei dir gegönnt, vergönnt. Thank you. U-Bahn-Schlüsselkarte. Aha. Was Wo kam der jetzt her? Ich will's auch gerne wissen, aber eigentlich nicht. Was haben die jetzt hier unter die Kathedrale gebaut? Was ist das hier? 4000 Fähigkeitspunkte. Finde ich gut. Wow. Schön. Also das war jetzt aber auch tatsächlich, ne? Eine mehr oder weniger angemessene Belohnung für das Vieh. Hab mich schon gewundert, warum wir da nichts bekommen hatten eben. Aus einer Schlüsselkarte. Heftig, heftig, heftig. Aber macht immer noch Spaß. Lalalala. Ich frage mich, wann der Punkt kommt, wo wir tatsächlich sagen, Spiel ist scheiße. Ich hoffe, der kommt nur nicht. Könnte, dass Gott bei uns ist. Aber ich fürchte, wir sind allein. Von der Atmosphäre her sieht das hier auch irgendwie fast ein bisschen Silent Hill-mäßig aus. Jo. Diese verdreckte Welt mit den großen blauen Kartons, die hier in der Gegend rumstehen, wo sich einfach ein bisschen Munition. Oh, vielleicht bist du hier hochgegangen. Ja. Hier lag Munition rum. Du bist ein Genie. Das sind irgendwelche Kammern oder so? Wow. Was war das? Mhm. Da drin sind Leute eingesperrt. Wie kommst du da drauf? Ah. Guck doch mal, rein. Oh ja. In Nummer 12 ist ein Zombie. In... Was ist hier? Hier ist ein Kehlkopf-Zombie. Nummer 9 ist ein Fass. Ach, hier. Wir gehen doch bestimmt gleich alle Türen auf. Ich kann sie nicht mit Gewalt öffnen. Als ob. Auf einmal. Auf einmal! Ja. Ist diese Tür gewaltanfällig? Normalerweise haben die auch nicht solche Hemmungen. Ja, das ist ja interessant. Kann man hier an der Konsole irgendwas machen? Ach so,
Wo, was für eine... Wo bist du? Welche Tür soll ich öffnen? Sag mir mal die Zahl an. Mach erstmal halt die 12. Ganz sicher? Naja, ich hab's im Visier. Achso, nee, Moment. Ah. Nee, jetzt hab ich Mox gebaut. Was hast du gemacht? Ich musste erstmal begreifen... Hoppla! Wie das hier funktioniert. Was war das du? Der Kehlkopf-Zombie? Ich fürchte es. Ich dachte... Ja! Oh, weg. Ja. Ich hab gedacht, das würde anders hier funktionieren. Aber gut, jetzt hab ich's raus. So. Was wolltest du jetzt? Ich sag dir gar nichts mehr. Die 112. Also 0012 meine ich, sorry. 012, gut. Ja. Nein, halt, Moment. So. 0, 1, 2. Was hast du denn so. Also wie läuft denn das ab? Du hast hier nur dieses Tastenfeld mit den Ziffern 0, 1, 2 und du musst dich eben entscheiden, in welcher Reihenfolge du die drücken willst. Aber du kannst jede Taste eben nur einmal drücken. Das heißt, du kannst nicht 1, 1, 2 oder sowas zum Beispiel eingeben. Okay. Wusste ich im ersten Moment nicht, aber gut. Das da drin ist tot, ne? Oh. Ist da irgendwas drin? Da war noch was. Jetzt ist das auch tot. Oh, aber die hinterlassen Sachen. Fähigkeitspunkte und Munition. Und... Ne, das blinkt mir komisch. Und Zulette. Was sind das hier für seltsame Zellen? Ich versuche auch gerade nicht zu verstehen, wo wir hier überhaupt sind. So, was jetzt noch? Da bei der 109... Ne, bei der 002 halt. Aber 002 würde ja nicht funktionieren. Also weil... Oder was auch immer der Raum hier war. Ne, dann müsste es ja... Irgendwas hast du... Schiebst du mich gerade? Ah, ne. Wo bist du gerade reingegangen? Da, wo der Kehlkopf-Zombie war? Richtig. Nee. Achso. Achso, das ist nicht 0, wie hier steht. Also bla, 0, bla. 1, 0, 2? Nee. 201. 201. Ich bin überfordert wegen drei Ziffern. So. Lala. Und so links drin? Ist schon mal nichts. Also wollte schon sagen, da kann eigentlich nichts. Doch. Wo? Oder? Das war nur ein Schatten. Fähigkeitspunkte. Wow. Also ich find's hier recht friedlich drin. Das war echt ein Schatten gerade. Also irgendwie, oder mein Hirn. Tracer hat Angst vor Schatten. Tracer hat Angst vor Schatten. Du kannst nicht mit Zahlen umgehen. Stell du dich mal in die Konsole. Was? Stell du dich mal in die Konsole. Du weißt schon, wo die Konsole ist? Ja. Müsste ja jetzt die 201 sein oder 210, irgendwas. Hat sie was getan? Wenn es das nicht war, dann muss es das andere sein. Was auch immer du gerade gerückt hast. 210. Aha. Gut. Schön. Hier kann man noch mehr Türen öffnen. In der Theorie. In der Praxis kann man sich auch darüber freuen, dass hier irgendwas rumliegt. Ich mag es hier diese. Das ist voll negativ, ey. Solche Gefängnisse oder was auch, solche Zellen oder so. Ja. Wieso, du machst der Tipp nicht bald den Kerl im Auge. Ja, was. Ich sehe die Ziffern hier so schlecht. Ja, mach ich was. Wie viel sind es denn zur Auswahl wieder? Ja, wieder 3. 0, 1, 2. Da geht links geht eine Tür auf, und da müsste einer dran sein. Ja. Da sind zwei dran. Der eine hält eine Lampe. So schön. Ist überhaupt eine Lampe? Ja, ich glaube, es ist eine Lampe. Oh, oder auch nicht. Jetzt wegen was Kühles. Er ist vereist. Oh, ich will ihn hauen. Ich glaube, er ist gerade wieder aufgetaucht. Ja. Wäre bestimmt lustig gewesen.
tausend kleine Teilchen irgendwie zersprungen vielleicht. Ach Gott. Ich stelle mich aber auch an. Nein. Oh, danke. Verdammt nochmal. So, hier kann man auch gucken. Ach so, weil man hier noch eine zweite Zelle aufmachen kann, glaube ich. Wir sind auch nur Fässer. Was denn? Das gefällt mir nicht. Hat er gezuckt? Nein, aber warum liegt er hier? Stell ihn nicht so an, mein Gott. Er ist hässlich. Ja. Viele Dinge sind hässlich, ne und? So. Können wir da drin hier die Dinger aufmachen. Dab. Grünes Kraut. Ja, mein Inventar ist voll, aus welchen Gründen auch immer. Wo bist du? Da. Ich bin wieder reingegangen in die Zelle, weil sich die Tür drauf geöffnet hat. Hä? Ach, in der Zelle, in der Zelle. Ja. In der Zelle, Deswegen waren da auch zwei Ziffern zu sehen. Auf dem, aber, naja. Das verstehe ich. Gut, ich habe noch ein Erste-Hilfe-Spray da drin, oder? Ich habe übrigens schon zwei davon. Hahaha. Nenn mich paranoid oder so. Ja. Aber ich war hier zum Fenster dahin. Nein, ich habe falsch gedrückt. Moment. So. Jetzt bin ich gespannt, ob du den Fernzünder zur richtigen Zeit dann noch zündest. Da drin ist in jedem Fall wieder einer. Komm raus. Zack. Wenn du rauslaufen kommst, dann kann ich den auch mal loswerden. Das ist wie so ein Special-Zombie. Der springt! Der springt! Der... Komm, spring her. Juhu! Ja, jetzt nicht so schüchtern. Oh, hallo. Oh, ja, jetzt komm. Ja, jetzt. Naja, okay. Klatsch. Verdammt. Den kann man mit normalen Tritten echt kaum beikommen. Oh, doch. Auch wenn das jetzt gerade hübsch aussah, wie du es gemacht hast, aber naja. So, noch was hier. Nee. Wurden die Typen hier beobachtet irgendwie, eingesperrt und dann geguckt, wie lange es braucht, bis die im infizierten Status dann irgendwann... Das sieht so forschungsmäßig aus, ja. Sehr versifft forschungsmäßig, davon abgesehen. Was fehlt denn jetzt noch? Ein total verdrecktes Tier und einmal die 0102. So. Hinter der 102 befindet sich... Kehlkopf A. Der Zonk. Ja, wir sollten weg. Es war der Zonk. Wobei ich früher immer ein Fan vom Zonk war. Ich mochte ihn auch. Ich habe das Geräusch geliebt, wenn er kam. Ja. Und trotzdem. Und ich habe mich immer gefragt, warum die sich so. Ne, warum die sich so beklagt haben, wenn dann hinter irgendeinem so Tor so ein riesiger Zonk war. Also ich hätte den Riesenzonk liebend gern genommen. Aber das schön. Ja. Was gab's da für Preise? Autos und sowas, ne? Ja, Autos oder Reisen oder so. Aber komm, du kannst einen riesigen Plüschtier-Zonk haben. Also, ich bitte dich. Hatten wir mal in Mathe gehabt, dass irgendwie mal errechnet wurde, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Irgendwie. Ich glaub, das ist auch anscheinend, das ist ein geläufiges Beispiel, dass, wenn hinter der ersten Tür der Zonk war, sollte man nicht die zweite, sondern die dritte nehmen. Oder irgendwie so. Was finde ich einfach keinen Sinn. Irgendwelche Ziffern, weil ich nicht weiß, was ich dort hinten. Das ist die 000, Mann. Geht das? Ich kann hier immer nur dasselbe drücken, das weißt du. Jetzt. Das war die 021 übrigens. Gehen wir. Hab ich gesehen. Du wirst dann eingeblendet. Ja. Guck mal, da ist ein Wegpunkt. Das ist schön. Wir sind wieder eine halbe Ewigkeit damit beschäftigt, hier durchzukommen, ne? Aber ich habe nicht so wirklich den Eindruck, dass wir viel gesehen haben bisher. Ich habe mal gerade auf die Aufnahme und nehme schon wieder eine Stunde auf. Das kommt mir gar nicht so vor. Ich fand die Aufschrift auf der Tür jetzt sehr interessant. Biohazard. Was ist das hier? Moment, den Ort kenne ich. Der Abra muss in der Nähe sein. Wer? Jemand, den wir nicht mögen. Wer? Deborah? Ein neuer Twist in diesem Spiel.